Da läufst du auch? Kannst du Rennschuh, ne? Ja. So, die ersten 100 Meter hinter dir her. Frank Theis ist da, die Rönis sind da, hey! Der Rönsaat-Express ist da! Ein paar starke Läufer hier in die Sumo-Schuhe. Nike, Hemdchen und hier ein Trikot. Und die Spannung steigt auf der Boden, weil ich jetzt die Nase vorn hat. Der Boden ist weiter auf dem Arm. Ja, ich krieg den Kopf. Komm mal zurück. Wer war der Sieger? Bei mir nicht. Thank you.
Viel Glück in der nächsten Runde. Zwietau, Alabama. Guten Tag, Frau Hufer. Wolfgang Köln, was ist Die Sonne scheint. Holzbein. Ja, trotz Holzbein bin ich gut durchgekommen. Der Bodo, der Frank, die Christel und die Silke. So, wir kommen zum Endspurt. Mannschaftsrettung Frauen, Elke Gummersbach. Wer hätte das gedacht? Daniela Zoll, Gabriele Wolf, Angela Eickhoff, Kreuzer. Wenn es in unserem wunderschönen Lindner auch so etwas gäbe wie einen Ortskernlauf, da haben wir nicht im Traum daran gedacht, dass unser Lindner Lauf sich mal so darstellen, so entwickeln würde, wie wir es heute wieder erlebt haben. Ich glaube, es ist ein voller Erfolg gewesen. Die Stimmung war klasse, die Läufer waren ambitioniert und trotzdem rücksichtsvoll und fair. Viele nette, freundliche, aufwundernde Fans waren an der Strecke und haben dafür gesorgt, dass eine ganz besondere Atmosphäre geherrscht hat. Ich bin froh, dass vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen worden ist, Lindner Läuft zu versuchen. Das ist ein großartiger Erfolg und ich möchte all denjenigen danken, die sich beteiligt haben im Hintergrund, im Vordergrund, die mitgelaufen sind, die hervorragende Leistungen erbracht haben. Dazu meinen Glückwunsch allen, die überhaupt das Fest mitgetragen haben und hinaustragen in die Welt, dass Lindler ein 900 Jahre altes Dorf, eine 900 Jahre alte Gemeinde ist, aber die schönste im Bergischen, wie wir gerne sagen, und vor allem eine quicklebendige und sportliche. Das war ein wunderschönes Sportfest, das wir alle erlebt haben und dazu hat ganz erheblich beigetragen, der jetzt als Verein sich darstellende Lindner Läuft e.V. unter dem Vorsitzenden der Regie von Michael Knape und der soll dann auch das Schlusswort haben. Von meiner Seite aus, schön, dass Sie alle gekommen sind, schön, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie sich beteiligt haben und dafür gesorgt haben, dass es ein so schönes Fest geworden ist. Vielen Dank. Ja, Applaus. Ich will noch auf einen Punkt bringen, ich einfach sagen, Lindner ist der Renner.